So, jetzt willkommen zu einem neuen Real Life Video Vlog Kack Boots. Heute zeige ich euch mein Zimmer, meine Butze. Butze! Wegen Butz. Geil. So, vorweg nichts. Wir fangen direkt an. So, das ist mein King-Size-Bett. Ne? Schön hier mit Nemo-Bettwäsche. Gehe ich mal näher ran, damit man das auch gut sieht. Da, schön. Selbst genäht. Waldorfschule, Freunde. Nur im Bett ein paar Poster. Ich höre sehr viel Metall. Ne? Dann hier so ein, ich sag mal, Nachtschrank-Ersatz. Ja? Also, wie schon mal erwähnt, ich bin recht anfällig für Krankheiten aller Art. Deswegen hier mein Medikit. Dann hier die Bam-Cappy. Taschenmesser, 3D-Brille muss man haben. Meine richtige Brille, eigentlich müsste ich ja eine Brille tragen. Und mein Portemonnaie. Und hier die Fernbedienung. Für diesen tollen Fernseher. Und dieser tolle Fernseher ist halt GG. Seht ihr das, worauf der steht? Das ist für Blumentöpfe. Und wie ihr da schon seht, da ist mein Sofa. Und wenn ich mal entweder vom Sofa oder vom Bett ferngucken will, dann drehe ich das einfach. Seht ihr das? Das ist GG. Und hier eine PlayStation 3. Ja, das ist alles noch ein bisschen... Kleiderschrank. Da ist so meine Krimskrams-Ecke, die will aber keiner sehen. Das hier ist mein Bücherschrank. Ja, also ich war früher ein übelster, also wirklich übelster Bücherwurm. Ich stelle hier mal scharf. So. Eragon. Ein Teil ist gerade ausgeliehen. Den ersten besitze ich gar nicht. Den habe ich damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Dann hier Drachenkämpferin, so ein ähnlicher Shitness. Das hier ist alles von der gleichen. Das sind so zwei verschiedene Reihen, die aber übelst gut sind. Epic. Bestes Buch. Wirklich. Also gerade für Zocker auch, weil da geht es so über virtuelle Welt auch und so. Gerade für Zocker. Perfektes Buch habe ich dreimal. Zweimal in Englisch, einmal in Deutsch. Die Fortsetzung ist so, naja. Bartimeus, Harry Potter alle Teile. Ein paar Game-Zeitschriften, alle Asterix und Obelix-Bände und hier was mit ein bisschen Anspruch mehr. Versteht ihr? Hier iBrain und hier Marc Aurel Selbstbetrachtung. Super Zitate drin. Ja, das haben wir noch. Parzival, das ist ja, ne? Von Wolfram von Eschenbach. GG. Was haben wir hier noch? Analysis, ne, das kacke. Faust, ja, Faust 1 und 2. GG. Hier alle möglichen EMP-Zeitschriften. Und ja, gehen wir mal weiter. Ja, hier unten ein bisschen was für die Boss-Transformation. Ne, hab mit Nüff mal drüber gesprochen, wenn man Pro-Gamer ist, muss man auch sportlichen Ausgleich tun. Er und Froggen gehen ja auch immer pumpen. So, hier der Ort des Geschehens. Das ist quasi mein Arbeitsplatz, sag ich mal. Hier passiert die Magie. Ne, hier mein Großmembran-Mikro mit Popschutz, ne, damit ihr nicht mal gegenpoppt. So, und hier mein Headset. Viele fragen mich immer, was ich für ein Headset habe. Medusa, sieht er das? Ne, sieht er nicht. Medusa. Er ist auch gar nicht scharf. Medusa NX Bla. Ja, eine alte gammelige Maus. Die ist halt echt gammelig. Warte, ich zeige euch das mal. Die ist halt echt richtig alt und ranzig. War früher mal gut, jetzt nicht mehr. Meine richtige Tastatur wurde leider eine Mische draufgekippt. Schade, Kutscher, schade. Dann ich stell mal kurz scharf. Der Hand of Blood und das Splatterman. Ja, super. Hier ein paar sehr geile, also das ist quasi, wie soll ich sagen, die Spiele meiner Kindheit. Aber so eine Klassiker, versteht ihr? Hier Anno 1602. Oder, was habe ich noch? Age of Empires 1. Age of Empires 1 mit Erweiterung. Robin Hood, die Legende von Sherwood. Warte, irgendwo hatte ich doch auch... Genau. Gothic 1. Als GG. Meine Sammlung ist GG. Ja, hier habe ich noch einen Glastisch. Das solltet ihr jetzt eigentlich nicht sehen, aber... Naja, ist auch leer. Und, die Lache. Und was ich auch schon immer auflösen wollte, ist das da. Weil früher... Früher... Jetzt schön im Hintergrund die Pullen, na egal. Früher, war das immer ein mysteriöses Geheimnis, was denn
also was ich denn für ein Stativ habe für meine Kamera. Weil damals habe ich noch nicht mit Webcam mein Gesicht aufgenommen, sondern mit einer anderen Kamera. Ich habe immer in jedem Let's Play gelabert, ja, wenn ihr wüsstet, was ich für ein Stativ habe. Und hier ist es, das ist ein Playmobil-Belagerungsturm. Und das ist halt wirklich perfekt für die Y-Achse. Kannst du quasi Millimeter genau einstellen. Also folgendermaßen. Ja? Man legt hier die Kamera drauf. So, dann kannst du hier mit dem Rad wirklich Millimeter genau hoch und runter stellen. Und halt für die X-Achse machst du halt einen auf den hier. Ist halt GG. Ein besseres Stativ kriegst du nirgends. Nicht beim Mediamarkt und auch nicht bei Saturn. Nirgends. Und das da beachtet man nicht. So. Ja, hier liegen noch ein bisschen Fanpost. Ich habe keine Ahnung, wo ich das hinpacken soll. Aber ich will es jetzt auch nicht irgendwo hinkacken. Deswegen hier schön auf dem Tisch. Nicht wahr? Und ja, so viel von meinem schönen Zimmer. Hier nochmal der Rundumblick. Sind 27 Quadratmeter, also recht groß. Wirklich recht groß. Parkettboden 1A. Schöne Deckenlampe, nicht von Ikea. Und ja. So, meine Lieben, das war's auch schon. Ich setze mich hier nochmal eben hin. Noch kleine Info am Schluss. Die letzten zwei Tage kam ja ein Hike-Let's Play. Das bleibt doch bei zwei Parts, weil es wird wirklich viel zu stumpf. Aber da hatte ich diese Cappy auf. Und ihr kennt es ja schon, Bam und Boots ist ja so irgendwie jetzt so ein Trendsetter, ne? Shit geworden. Und weil wirklich unfassbar viele gefragt haben, woher man die kriegt. Hier nochmal, ja, eigentlich muss man die heutzutage so tragen, ne? Hier nochmal die Anmerkung, mal Shizzle, Frizzle, Dizzle. Links in der Beschreibung zu meinem Shop, Fanshop, könnt ihr alle abstauben, Jungs. Bringen und demnächst eine neue, Alter, sieht das behindert aus. Eine neue Kollektion von Hand of Blood kommt. Die Boots und Bam Kollektion mit T-Shirts, mit Caps. Setze mich heute ran, das wird legendary. So wie mein Look, mein Style ist so sick. Woo! Und damit verabschiede ich mich. Das war ein weiteres Samstag Real Life Kack Video Schnitzel ab the Hizzle Mizzle. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Thank you.